richtig. So, einen haben wir noch. Jetzt wird's spannend. Kann auch mal alles umdrehen. Wir wissen gar nicht, wie der Stand ist, aber kann alles umdrehen. Begrüßt auf dieser Bühne, nehmt nochmal all eure Energie, bringt eure Hände in Position und haut sie zusammen für den dritten Finalisten in diesem Stechen, Finn Holinska! Ich bin groß geworden, nee, das wäre falsch. Ich bin aufgewachsen in einem sehr kleinen, popligen Dorf in Südhessen. Dann bin ich in die große Welt gezogen, nach Offenbach. Der Text, den ich über diese Phase meines Lebens geschrieben habe, ist betitelt mit „Der Geruch meiner Heimat“. Ich vermisse den Geruch meiner Heimat. Wiesen, Wälder, Kuhscheiße. Der Geruch, der dich ohne Umschweife daran erinnert, wo dein Zuhause ist. Wo du zu Hause bist, wo zu Hauf Mist, Stechen, stinkender Stelle zum Fundament dieser Stelle verbaut ist. Kuhscheiße. Oder wie es Leute hier euphemistisch gutheißen? Landluft. Landluft? Landluft. Das Wort legt sich wie ein Handkuss bei deiner Ankunft auf deinen Hals und führt Stress per Verwandlung zu laissez-faire. Landluft. Und meint doch den Geruch von Kuhscheiße. Seit ich mich erinnern kann, hat es dort, wo wir Kinder waren, gestunken. Wo wir groß wurden, roch es wie unten im Turnbeutel. Wo die vergessene Socke nach all den Stunden Bocksprung und Völkerball seines Bruders gedenkt, der wieder mal im Bermuda-Dreieck der Waschtrommel hängt. Seinerzeit, als die Gerüche noch in Schwarz-Weiß gesendet wurden, hat alles gestunken. Die Gassen, die Massen, die Klassenräume, die Buben, die Stuben, die Ackerzäune, die Kleider, die Schweine, die Speisen, Handkäse, die Weiber und die Kerle, sowieso. Selbst der Strom aus den Steckdosen hat gestunken und in den Spelunken haben übere Becksdosen gebeugt, die Väter berichtet und das ist bezeugt, der Schuster Jochen sei tot. Dabei hat er nur so gerochen, als ob. Doch das Epizentrum. Der Geruchshades liegt vor den Toren des Dorfes grau, finster und lieblos. Des Bauern Willis Gülle-Silo, über dem ein Schmeißfliegenschwarm zur Formation im Kreis fliegt und dann als Warnung für Fremde einstudiert. Totenschädel choreografiert. Und trotzdem vermisse ich den Geruch meiner Heimat, weil es in der Stadt noch viel schlimmer riecht. Das bemerkte ich bereits am ersten Tag, als ich mit nicht einem Taschentuch geknüpft an einen Weidenstab in mein Wohnheimzimmer ziehe und danach wie immer die Straßenfrohenmuts betrat, wo einladend die Sonne gleiste. Die Vögel blau, der Himmel zwitschert, welch Empfang der Tag bereitet. Ich hole Luft, ich atme ein und rieche wieder Scheiße. Diesmal nicht aus Gülle-Silos, sondern hundgemacht in Haufenform. Die Tretmine liegt draußen vorm Wohnheim auf dem Gehweg rum. Wie ein Ersti nach der Einführung mit anschließender Kneipentour. Meine Gedanken schweifen nur um ein Zitat des großen Fußballers und Philosophen Andi Brehme. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Und so schleife ich nun die Sohle meines Schuhs den Bürgersteig entlang, als ich mich mit Würgerei zu dann auf den Weg zum Campus der Universität aufmache. Jean-Baptiste Grenouille-Hochschule angewandter Wissenschaften. Zumindest in der Uni glänzt alles blitzblank, gebohnert und steril. Von manchen Böden kann man essen, auf dem hier kann man operieren oder Hygiene-Pornos drehen. Nicht nur sauber, sondern rein. Hier wird kein Dirty Talk gesprochen, hier muss es Sillet Gangbang sein. Geruchsbelästigung steht außer Frage. Bis im Hörsaal direkt vor mir, MacBook Air erhaben, tragend, Starbucks, Frappuccino schlürfend, einen Hörsaalplatz bedürfend, eine Studentin einen Platz einnimmt. Und dabei eigentlich noch nicht mal stinkt. Viel schlimmer, sie umweht Parfüm. Jasmin Cherry Vanilla mit Patchouli-Essenz? Die Antwort auf die Frage, wenn Farben wohl Gerüche trügen. Wie würde Pink mit Glitzerstrastern riechen? Genauso, und zwar so viel, dass meine Sinneszellen ganz alleine zusammenfahren vor Schock und Grauen. Als würde ein Klavierspieler mit Fäusten auf Tasten meines Nasenflügels hauen. Doch das Schlimmste stand mir erst noch bei der Heimfahrt bevor.
Die U-Bahn war so verstopft, wie ich es mir inzwischen für meine Nase wünschte. Von allen Seiten waberten eklige Gerüche heran, als würde man die Ludolfs zum Kaffeekränzchen treffen. Alle vier in einem Dixi-Klo. Es roch nach Red Bull-Rülps und einer blondierten Primark-Truller, die lautstark am Handy telefonierte. Achselschweiß eines Glatzkopfes, der so fett war, dass man auf ihn springen und Miley Cyrus Wrecking Ball singen könnte. Und der sich natürlich am obersten Haltegriff festhalten musste. Es roch nach verdorbenen Bananenschalen und ausgelaufenen Bierdosen, in überquellenden Mülleimern Zigarettenrauch, der sich in der Jacke eines Pfandflaschensammlers festgebissen hatte. Und ein Schnurrbartträger hinter dem aufgeschlagenen Sportteil einer Bild-Zeitung wirkte wie die Personifizierung des Spruches: Nur noch zweimal duschen. Dann ist Weihnachten. Aber wenn mir am Leben in der Stadt etwas besonders stinkt, dann sind es die Abgase, der Mief und der Feinstaub, mit denen wir uns gegenseitig die Luft zum Atmen nehmen. Doch vielleicht ist das der Preis, den man zahlt. Es ist nun mal keine Stadt, modelliert nach Bauplänen von schöner Wohnen. Es riecht nach Biomüll und Dönersoßen auf dem Kudamm und nach Hühnerstall und Kudung, wo ich herkomme. So wie vollkommen weder Stadt noch Land sind. Dort genieße ich Ruhe und Herzlichkeit, doch ich hasse die nörgelnde Borniertheit mancher und zuweilen die Langeweile. Hier gibt es Kunst, Kultur und Multikulti, aber auch vollgekotzte Bahnsteige und Menschen, die nach Jasmin Cherry Vanilla riechen oder ihre Kinder so nennen. Wo man sich am wohlsten fühlt, immer der Nase nach. Danke, Wetzlar. Holetzka! Mit dem letzten Text dieses U20-Finals. Wir kommen zur letzten... Bitte? Habe ich mir das gerade... Es gibt immer ein paar betrunkene Slammer, die sich ins Publikum setzen und... Wir kommen zur letzten Wertung des Abends. Es ist schon Abend, ne? Es ist nicht mehr Nachmittag. Zur letzten Wertung des Abends. Ist die Jury soweit? Ja, du bist soweit. Das reicht mir. Dann sehen wir die Wertung auf 1, 2, 3. Und ich sehe eine 8,9. Ich gehe runter auf eine 8,5. Ich gehe hoch auf eine 9,2. Und ich gehe noch weiter hoch auf eine 9,4. Ich gehe ein bisschen runter auf eine 9,3. Aber ich gehe wieder hoch auf eine 9,5. Und ich schließe ab mit einer weiteren 9,5. Hui. Ein Applaus für Finn Holetzka, nicht für die Wertung.